So, Leute, willkommen zurück zu Chrono Trigger. Und ja, letztes Mal wurde Marley in irgendein Zeitportal geworbt und wir sind hier hinterher und es ist viel zu laut. Tut mir leid. Ja, greif an. Danke. Und ich muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. Yay, 6 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 36 Gold. Kann ich mich auch im Kampf, das würde ich jetzt gern wissen, kann ich mich. Was war das? Kann ich mich im Kampf auch bewegen? Das ist das, was. Nein. Weil die können das ja irgendwie. Autsch. Spaß. Die. Ups. Autsch. Wow, interessant. Yeah, Chronolandzyklon. Ein Tonic. Oh, ach, ich liebe es. Ein Grrr-Handschuh. Ups. Na. Ja, so rüsten wir einfach mal aus. Kann ja wahrscheinlich nicht schaden. Ach du fuck. Rolli. Machen wir ihn kaputt. Und ich habe das mit diesen. Nee, Technik, Zyklon auf Ähmchen. Ah, okay, jetzt habe ich beide angegriffen. Das ist schön. Bla bla bla, Tonic gehalten, schön. Und weiter. Okay. Friedensstube. Wo du hier bist, noch alles in Ordnung? Dies ist das Königreich Guardia. Wir kämpfen gegen Margos Armee. Wusstest du das? Natürlich. Dann halt die Klappe. Die sind sehr nett zu mir, echt. Ja. Tausendfeier? Was? Bist du verrückt? So ein Unsinn. Zum Glück. Sie haben Königin Lena endlich gefunden, in den Bergen. Sie ist sicher froh zu Hause zu sein. I want to speak with you, little guy. Margos Armee hat die Zenanbrücke zerstört, sodass niemand nach Süden kann. Komm her. Oh nein. Ja, haben sich Sorgen gemacht. Wir dachten, Margos hätte sie geschnappt. Sie ist wohl auf. Bist du ja auch fremd? Ich bin Thoma, der Abenteurer. Kauf mir etwas zu trinken und ich erzähle dir was. Gut. Apfelwein bitte. Danke. Wegen der verschwundenen Königin. Sie verschwand, als sie die Kathedrale besuchte und. Was? Wie bitte? Sie haben sie gefunden? Nicht so wichtig. 100 G die Nacht. Bleibt ihr. Danke. Was ist das? Diese Kiste ist der Generation der Familie. Öffnet sie und ihr Inhalt gehört euch. Durch geheimnisvolle Kraft versiegt. Boring. Ja, komm. Hallo, willkommen. So, ist hier noch irgendwas? Wohnhaus. Eine Glocke. Das ist bestimmt. Könnte ich mir denken, Lenas Glocke. Ich bin Banda, der Schmied. Ich fertige eine Glocke für den König als Geschenk für seine geliebte Lena. Genau. Als die Königin verschwand, hörte ich auf. Ich konnte einfach nicht daran weiterarbeiten. Doch nun bin ich wieder eifrig dabei. Ja, und die guckt einfach zu. Mein Mann will eine Tochter, die ebenso intelligent ist wie schön. Ach, die ist schwanger. Oder was?
Ach, Laden. Ihr kämpft gegen Markus? Wunderbar. Da hängt daran, die gekauften Waffen auszurüsten. Okay. Kein Schaufensterbummel. Was wollt ihr? Ach, ich habe... Karateanzug. Also, ich habe nicht so viel Geld, ey. Philipp Person. Ich würde mir gerne die Eisenklinge kaufen, aber es ist gerade ein bisschen doof. Danke, bis bald. Weil das ist schon etwas teurer. Wir sind seit vielen Jahren in ihrem Krieg. Wann endet er bloß? Eine Jahrtausendfeier? Hier? Wovon redest du? Wir schreiben das Jahr 600 und der 21. König von Guardia regiert. Okay, das heißt, wir sind ungefähr 400 Jahre in der Zeit zurückgereist. Von hier kommen wir, oder? Ja, Friedensschlucht. Ich glaube, das war das, wovon wir gekommen sind. So, wo gehen wir lang? Nach B. Zehnernbrücke. Diese Brücke wird repariert, weil Magus Armee sie zerstört hat. Aber bis Sirs wiederkommt, kämpfen wir aufs Blut. Okay. Das heißt, hier können wir nicht weiter. Dann gibt es ja eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten. Da heute ist ein See. Müssen wir bestimmt hier hin, oder? Guardia Wald. Was ist hier drin? Nichts. Oh, Vögel. Vögel, geht weg. Warum habe ich mich geheilt? Oh, ich bin so doof. Attacke, Blauadler. Bams. Das ist ein bisschen dumm. Ich will mich irgendwie bewegen oder ähnliches. Aber es geht nicht. Blauadler! Die. Gut gemacht, Chrono. 9 Erfahrungspunkte, bla bla bla, Heilung erhalten. Was? Monster verlor Unterkunft. Das ist wahrscheinlich der Anfang hier. Woher? Was zur Hölle? Rolli-Reiter. Nein, mich nicht angreifen. Nummer 1 ist tot. Danke. Und benutzen wir nochmal Attacke. Die greifen mich aber irgendwie nicht an. Und tot. Bla bla. Jetzt hat der Stein geklitzert. Eine Kraftpille gefunden. Okay. Ach, noch mehr. Aber hier kann ich, glaube ich, Zyklon einsetzen. Und ich hätte den Goblin, oder den Imp, oder wie er heißt, angreifen können. Dann wären wahrscheinlich alle drei tot gewesen. Technik nochmal auf. Ja. Bam, beide tot. Yeah. Tonic. Das ist schön. Von hier kommen wir. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier hoch. Bla bla bla. Bla wirks. Gott, brech. Ach, und noch mehr Gegner. Technik. Zyklon auf diese Rollis. Die Namen sind aber gut. Rollis. Tot, tot. So. Autsch. Und ich müsste mich mal heilen. Bams. Meine Erfahrung. Tonic. Hunger erreicht die nächste Stufe.
Das heißt, er ist jetzt Stufe 3. Attacke plus 1. Ja. Heilstatus. Stirnband. Kann benutzen Chrono Malé. Benutzen wir ein Tonic. So. Ich bin gleich wieder. So, wieder da. Hab mir gerade nur was zu essen geholt. Und jetzt geht's weiter. What the hell? Ah, die kann ich schön mitnehmen, wenn sie nicht auseinander gehen würden und ich den falschen angreife. Hätte ich wahrscheinlich alle mit einmal kaputt machen können, aber egal. Okay, jetzt habe ich keine MP mehr. Das ist scheiße.